Hallo liebe Freunde des gepflegten Dentertainments. Dass ich ein bekennender Fan des intraoralen Scans bin, sollte mittlerweile allgemein bekannt sein. Ansonsten findet ihr hier auch ein paar Videos, wo ich das eindrücklich beweise. Warum das so ist, möchte ich euch in diesem Video vorstellen. Im Laborbereich ist die Zahnmedizin schon lange digital. CAD/CAM-Systeme gibt es schon lange. Das digitale Röntgen, obwohl 10 Jahre jünger von der Entwicklung als das intraorale Scannen, ist mittlerweile eigentlich schon zum Standard geworden. Und auch in anderen Bereichen sind wir schon digital. Unsere Patientenakten sind, glaube ich, zum großen Teil mittlerweile auf digital umgestellt worden. Warum also nicht auch unsere Abdrucknahme digitalisieren? Einer der wesentlichen Punkte, die ich hierbei nennen möchte, ist der Patientenkomfort. Die Patienten sind begeistert von dieser Technik. Man kann ihnen sofort den Scan zeigen, sie kriegen mit, was mit ihnen passiert, und es ist natürlich auch deutlich angenehmer als Alginat oder Silikonschlachten im Mund. Anbei mal ein Foto, die Zahnmediziner unter euch werden sich sicherlich auch noch an die ersten Abdrücke im Studium erinnern. So sah das bei uns damals im Studium aus. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist für mich die Reproduzierbarkeit. Ich kann den Scan beliebig oft wiederholen. Ich kann Fehlstellen korrigieren. Ich kann mir von der Software anzeigen lassen, ob ich genügend Platz für meine Restauration habe. Sollte dem nicht so sein, schleife ich ein bisschen nach, scanne nur den Bereich nach und fertig bin ich. Kein erneuter Abdruck, sondern alles in einem Durchgang. Weiterer positiver Punkt: Ihr könnt eine Verlaufskontrolle machen. Ich habe von einigen Kieferorthopäden gehört, die machen regelmäßige Scans und prüfen damit, finden noch Elongationen statt, habe ich zusätzliche Attrition oder Abrasion. Indem ihr die Datensätze übereinander legt, habt ihr sofort eine Analyse und könnt sehen, was sich in dem Patientenmund tut. Kommen wir zum Punkt der Genauigkeit. In einer Studie von 2011, zugegebenermaßen schon etwas älter, konnte nachgewiesen werden, dass bei 3/4 aller nicht passenden festsitzenden Restaurationen der Fehler am Stuhl, also sprich auf der Abdruckseite, lag. Hier sind die Intraoralscanner mittlerweile überlegen. Einen weiteren Vorteil sehe ich ganz klar in der Versorgung mit Implantaten. Ihr kennt das. Ihr nehmt einen wunderschönen Implantatabdruck, habt eine Versorgung auf 2 oder mehr Implantaten, bekommt die Brücke, auf dem Modell sitzt es super, im Mund passt gar nichts. Woran kann es liegen? Meiner Meinung nach ist einer der Faktoren, die damit reinspielen, dass, egal ob ihr einen offenen oder einen geschlossenen Abdruck nehmt, das Implantat, wenn es nicht richtig gefasst wird, vom Abdruckmaterial auf der Rüttelplatte sich verstellt. Und es reicht nun mal auch eine minimale Gradabweichung, sodass eure Restauration nicht passt. Diesen Fehler habt ihr mit den Intraoral-Scans nicht. Ihr habt euer optisches Abdruckverfahren und da ist eben keine weitere Beeinflussung oder Veränderung möglich. Wir haben immer den Abdruck als Goldstandard angesehen. Ist das wirklich so? Wie war das nochmal mit Schrumpfung und Expansion? Es hebt sich nicht auf. Im Prinzip summieren sich die Fehler. Und diesen Effekt haben wir eben mit dem Intraoral-Scanner auch nicht. Ein weiterer Punkt, auch das mehrfach nachgewiesen, der Biss ist genauer oder die Registrierung ist genauer. Was mir aufgefallen ist, und das können sicherlich viele von euch bestätigen, wenn ich dem Patienten die Abdruckmasse für den Biss auf die Zähne mache, die schieben alle irgendwo hin. Sie haben kein Gefühl. Wenn da nichts zwischen ist zwischen den Zähnen, finden sie ihre normale Verzahnung und ihr habt einen sauberen Biss. Als letzter Punkt hervorzuheben, die Zeitersparnis im Labor. Die Punkte Modellherstellung, Präp-Grenzen freilegen, fällt alles weg. Ihr habt direkt euren Datensatz und euer Techniker kann direkt loslegen. Und deshalb mein Fazit: Intraoralscanner sind der Weg der Zukunft in der Zahnmedizin. Ich glaube nicht, dass wir die klassische Abdrucknahme auf die nächsten 5 oder 10 Jahre los sind, aber was danach kommt, geht, glaube ich, ganz klar in Richtung intraorales Scannen. Wie ist denn eure Meinung zum intraoralen Scan? Vielleicht auch aus Technikersicht, was könnt ihr berichten? Werden die Scans genauer? Kriegt ihr bessere Restaurationen hin? Würde mich freuen, von euch zu lesen. In diesem Sinne, bleibt uns treu!